So, servus benannt. Ist ja das Schöne in Bayern, wir können bayerisch reden. Also, wenn es zu schwierig wird mit dem Bayerisch, wetz euch bitte schön. Ja. So, wir sind vom OV Erding, also Amateurfunker vom Ortsverband Erding. Der nennt sich Charlie 25, weil die ganzen Distrikte in Oberbayern haben alle ein C vorneweg. Ja. So, was wir machen hier, wir haben ein Projekt laufen bei uns im OV. Und zwar haben wir ungefähr vor 4-5 Jahren angefangen, uns mit der SDR-Technik zu beschäftigen, also mit Software Defined Radio. Uns hat das einfach interessiert, das war in aller Munde, und was macht man damit und was kann man damit machen. Die erste Idee war eigentlich, was für die Jugend zu machen, so ein kleines SDR-Projekt, so mit RTL-Stick und ein bisschen was zum Senden. Und das hat sich dann, wie so Entwicklungsprojekte halt sind, extrem ausgeweitet. In der Zwischenzeit haben wir einen kompletten SDR-Transceiver mit allem drum und dran gebaut. Der steht da hier vorne, den könnt ihr euch dann auch bei uns am Stand, am DRC-Stand anschauen. Und ja, geben wir mal einen kleinen Abriss, was wir so machen, als Minimalversion, was man braucht. Wir haben also im Endeffekt zwei Versionen. Das ist das sogenannte Radio Lab, nennen wir das. Das ist die Minimalversion mit einem externen PC. Und dann gibt es einen Charlie 25 SDR-Transceiver, der ist mit integriertem PC und Bildschirm und Bedienelemente und alles drum und dran. Das Ganze ist modulbauweise und man konnte das also mit ganz einfachen Modulen dann einfach aufbauen und zusammenbauen. Das Projektteam selber besteht aus einem Edwin, DC9OE. Der steht hier, der junge Mann. Der älteste in unserem Team. Ich sage es mit Absicht, ich werde jetzt gesehen, warum. Dann kommt der Markus, das ist der DG8MG. Dann gibt es meine Wenigkeit, DL1 Fox Yankee, ich bin der Erwin. Und den vierten, der ist momentan beim Funken in Luxemburg. Was macht man sonst als Funker? Das ist der andere Markus, DL8GM. Und warum habe ich gesagt, er ist der älteste? Weil es ist eigentlich eine wunderbare 3-Generationen-Projekt, wo also wirklich die Jugend drin ist. Der Markus ist, glaube ich, 20, 21. Ja, wir sind so das Mittelalter und der Edwin ist halt das ältere Semester bei uns. Also man sieht, selbst im OV, die Technik hat also keine Grenzen, was das Alter anbelangt. Und insofern ist das eine tolle Sache und es macht echt Spaß. Und wir sind seit 4 Jahren das Team mit 4 Leuten, treiben das. Wir sind ja seit 4 Jahren, treffen wir uns mindestens 2-mal in der Woche zur Besprechung von dem Zeug und das haben wir jetzt schon 4 Jahre durchgehalten. So, dann gehen wir gleich weiter. Radio Lab, hier haben wir ein paar Baugruppen. Den Rapid Hire, glaube ich, kennt soweit jeder, der sich ein bisschen mit diesen Thematiken beschäftigen wird. Das ist eigentlich ein tolles Drum für Messinstrumente gebaut und sowas. Ja, es ist ein bisschen vergewaltigt für SDR, aber es gibt in der Zwischenzeit einen zweiten, einen neuen 16-Bitter, der speziell für SDR gebaut wird. Warum kann man das einsetzen? Weil es halt Leute gibt, die extrem viel Zeit in sowas einsetzen und dazu gehört auch dieser Pavel Demian, der die FPGA-Software da drauf geschrieben hat, auf diesem System. Und mit Hilfe von dieser SDR-Software kann man eigentlich erst diesen Rapid Hire benutzen für die Anwendung, wo wir brauchen. Das andere Board neben dort, das da in dem Fall, das haben wir entwickelt, da kommen wir nachher gleich drauf. Ganz kurz nur zur Einleitung, was ist eine SDR und was macht es drum eigentlich? Jeder spricht davon. Ich habe es mal ganz einfach aufgebaut hier. Im Endeffekt ist es ein analog-digital und digital-analog-Wandlung mit einer extrem schönen Recheneinheit dahinter. Die macht eigentlich alles, ich sage jetzt, macht alles in Anführungsstrichen. Weil ganz so einfach ist dann doch nicht. Theoretisch, so ein Direct-Sampler sollte eigentlich so einen analog-digital-Wandler eine Antenne dort haben und schon sollte das funktionieren. Jein, es funktioniert wunderbar, allerdings hat es doch seine Krücken. Und man braucht dann doch ein bisschen was von vorne dran, man braucht Filter vorne dran, man braucht für den Empfänger zum Beispiel Abschwächer und Verstärker mit drin und man braucht, wenn man senden will, auch eine Endstufe dazu, man braucht Tiefpassfilter hinten dran, also man sieht, Hardware analog ist dann doch noch ein bisschen notwendig, um einen wirklichen Transceiver zu haben. Aber im Prinzip reicht so ein Rapid Hire schon mal aus, um zu hören und mit 10 mW zu senden. Das würde schon gehen. Aber als Amateurfunker braucht man dann ein bisschen mehr. Ja. Die ganzen Oberwellengeschichten und so, die muss man alle dämpfen und das ganze Zeug, das muss man halt machen. So. Dann haben wir es ja schon, dann gehen wir auch schon weiter in die eigentliche Technikreihe und dann übergebe ich gerne an Edwin. Okay, also nachdem ich der Älteste bin hier, habe ich das Vergnügen, über die Technik was zu erzählen. Und by the way, das Alter hält einen nicht unbedingt davon ab, SMDs zu löten. Also wer der Meinung ist, es geht nicht, es geht, kann ich euch sagen hier. Was haben wir gebaut? Dieses Board hier ist nicht an einem Tag entstanden,
sondern der Erwin hat schon gesagt, wir haben ungefähr 4 oder 5 Jahre jetzt damit verbracht, diese ganze Technik rund um den Red Pitaya zu entwickeln. Und ich habe die Hardware dafür gemacht. Wir haben hier im Prinzip einen Sendeteil mit einem Output von 20 Watt von 160 bis 6 Meter. Eingeschränkt geht da auch noch auf 600 Meter. Das habe ich eigentlich nur Erwin zuliebe ausprobiert. Eigentlich designt ist er dafür nicht, aber Erwin möchte gerne auf 600 Meter funken und deswegen haben wir das ausprobiert. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Oberwellenunterdrückung. Die Baugruppe hier ist jetzt die 6. Generation von Baugruppen, die wir gemacht haben. Davor waren eine ganze Menge, die dann mehr oder weniger gut funktioniert haben, aber das ist unsere finale Version hier. Wir haben einen sehr robusten Transistor drin, den haben wir missbraucht. Der ist eigentlich für den VRF-URF-Bereich gedacht, ist gedacht für 30 Watt Output. Für 70 Watt Output und wir machen nur 20 Watt hier auf Kurzwelle. Er ist nicht für Kurzwelle gedacht, aber wir haben ihn dafür benutzt und wir haben ihn dafür angepasst und das funktioniert sehr gut. Wir haben eine Überstromschutzschaltung auf dem Board und nicht nur das, wir haben auch die Stromversorgung für den Red Pitaya mit auf dem Board. Das steht hier nicht drauf, aber die 5 Volt, die notwendig sind für den Red Pitaya, die erzeugen wir auch da drauf. Der Sinn der Übung ist, dass man das ganze Radio am Ende aus einem Akku raus betreiben kann. Wir haben übrigens auch eine Akkuschutzschaltung mit drauf. Das heißt, wenn der Akku seine 10,5 Volt erreicht hat, schaltet das Board automatisch ab. Wir haben 2 RX-Kanäle auf dem ganzen Teil und einen 55 MHz Tiefpass. Das ist insbesondere wichtig für diejenigen, die jetzt den neuen Red Pitaya einsetzen wollen. Auf dem 16-Bit Red Pitaya sind keine Anti-Aliasing-Filter mehr drauf und das heißt, man muss die selber dazustellen. Die Anti-Aliasing-Filter sind jetzt mit hier auf unserem Board drauf. Wir haben 2 Vorverstärker mit drin mit jeweils 17 dB. Und einem sehr hohen Output-Intercept-Point für diejenigen, denen das nichts sagt. Es geht darum, die Verzerrung des Verstärkers zu bemessen. Wenn auf einen Vorverstärker viele Signale kommen, also Rundfunksignale zum Beispiel, dann muss er in der Lage sein, mit diesen Signalen umzugehen. Wir haben also eine Baugruppe hier ausgesucht oder einen Chip ausgesucht, der das sehr gut macht. Die Empfindlichkeit von dem ganzen Gerät ist sehr, sehr gut, minus 139 dBm bei 500 Hertz und wir haben auch noch 2 Abschwächer mit drin mit 12 und 24 dB, wobei der Markus, der erzählt dann was über die Software, der hat die Software so geschrieben, dass wir die Vorverstärker und die Abschwächer miteinander kombinieren können, so dass wir in 6 dB Stufen von plus 36 dB bis minus 36 dB die Verstärkung für den Empfänger schalten können. So, und dann ist das Ganze für Diversity-Empfang vorbereitet und auch da hat Markus eine Software geschrieben, die es ermöglicht, Diversity-Empfang auf Knopfdruck zu machen. Das heißt, man kann 2 Antennen anschalten. Eine Antenne empfängt das Rauschen im Raum zum Beispiel oder im Haus, man klemmt die an die Heizung an und das andere ist die Empfangsantenne, die empfängt das Nutzsignal und der Rechner rechnet automatisch die Störungen und das Rauschen weg. Markus, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehst, dann wie das funktioniert, aber Markus hat eine Automatik da reingetan. So, hier steht nochmal aufgelistet, was ich gesagt habe. Ein wichtiger Punkt noch, wir haben einen Predistortion-Abschwächer da drauf, oben auf dem Board. Und wer sich mehr dafür interessiert, wir haben das Ganze zum einen hier in dem Gerät drin und das stellen wir am Stand aus. Und ich kann dann auch im Detail erklären, wie das funktioniert. Aber wir haben einen Predistortion-Abschwächer drauf, der auch automatisch funktioniert und dafür sorgt, dass die Verzerrungen von der Endstufe reduziert werden. Diesen Predistortion-Abschwächer kann man auch nutzen, um die Verzerrungen einer externen Endstufe zu optimieren. Und zwar kann man diese ganze Predistortion-Kette so aufbauen, dass man auch einen externen Kilowatt-Verstärker mit einbezieht. Und auch da, Markus hat die Software dafür geschrieben, um das Ganze, den ganzen Prozess zu automatisieren. So, wir haben speziell für die Leute, die jetzt den neuen Red Pitaya kaufen, der hat eine geringere Ausgangsleistung als der ursprüngliche Red Pitaya und aus dem Grunde haben wir hier einen Intermodulationsarten am PA-Driver noch mit auf dem Board vorgesehen und der PA-Driver hat auch dann einen Anti-Aliasing-Filter eingebaut, weil der neue Red Pitaya ja keins hat. Dann haben wir softwaregesteuerte Ausgänge für den Anschluss von Transvertern dran. Wir planen in der Zukunft noch Transverter für den UKW-Bereich
für 2 Meter, für 70 Zentimeter, für 23 Zentimeter und so weiter mit da dran machen, zu machen. Eventuell auch für 13 Zentimeter, was wir ja dann brauchen, um den SHL zu benutzen. Also wir denken, dass wir das Gerät entsprechend erweitern können. Und natürlich ist auch ein BCD-Ausgang vorhanden an dem Ganzen, dass man eine externe Endstufe steuern kann und dann die Frequenz, die eingestellte, übergeben kann, sodass das eine komplette softwaregesteuerte Einheit ergibt. So, dann haben wir noch ein Codec-Board gebaut. Und zwar hat das verschiedene Funktionalitäten. Dieses Codec-Board sitzt auf dem Red Pitaya und hat zum einen einen 2x7 Watt NF-Verstärker drin, sodass man in dem Gerät, zum Beispiel in diesem hier, dann gleich einen Lautsprecher drin haben kann. Es hat aber auch noch einen integrierten Tiefpass. Es gibt eine ganze Menge Selbstbaulösungen mit billigen Codecs aus dem Internet. Die haben keinen Tiefpass drin und dann hat man ein ziemlich übles Rauschen auf dem Kopfhörer und auch Störungen. Die haben wir hier vermieden, indem wir Filter eingebaut haben. Wir haben einen Mikrofonanschluss dran. Wir haben zusätzliche Lautsprecherausgänge dran. Wir haben einen CW-Morse-Tastenanschluss dran. Das Gute an dem Codec-Board ist, dass die Latenzzeit bei Anschluss des Codecs dramatisch reduziert wird, weil der Codec direkt mit dem Red Pitaya kommuniziert. Das heißt, wenn jemand von euch schon mal versucht hat, CW mit Power-SDR zu machen und das über einen PC, das funktioniert nicht, weil die Verarbeitungszeit auf dem PC zu groß ist und sich dann große Latenzzeiten ergeben zwischen dem Moment, wo ich die Morse-Taste drücke und dem Moment, wo der Ton erzeugt wird. Das Ganze wird hier vermieden, indem wir direkt zwischen dem Codec-Board und dem Red Pitaya eine Verbindung haben und dadurch die Latenzen drastisch reduziert werden. Ein PTT-Anschluss ist auch noch dran und dann haben wir noch analoge Ein- und Ausgänge dran, die beliebig zur Verfügung stehen. Das sind die 12-Bit Ein- und Ausgänge vom Red Pitaya, die da durchgeführt werden. Und last but not least, was hier nicht steht, wir haben noch einen I²C-Buffer mit drauf. Und zwar ist es so, dass der Red Pitaya relativ unerfreut ist, wenn man größere Buslasten an den I²C-Bus macht. Und um das Problem zu lösen, haben wir hier einen I²C-Buffer mit draufgebaut auf dieses Board. So, zum STEMlab selber gibt es zwei Dinge zu sagen. Zum einen, bisher gab es das STEMlab 14, was einen 14-Bit-AD-Wandler hat und 14-Bit-DA-Wandler. In der Zwischenzeit ist ein STEMlab 16 auf den Markt gekommen mit einem 16-Bit-AD-Wandler. Außerdem ist das neue STEMlab optimiert für Software-Defined Radio. Und zwar ist der Unterschied im Wesentlichen darin, dass auf dem gegenwärtigen STEMlab 14 ein analoges Frontend mit drin ist. Das heißt, da sind Operationsverstärker da, die nicht unbedingt optimal geeignet sind für SDR-Empfang. Auf dem neuen Red Pitaya sind diese Operationsverstärker nicht mehr. Der ist für SDR-Empfang optimiert und hat auch einen 50 Ohm Eingang. Auf dem STEMlab befindet sich sowohl in der 14-Bit als auch in der 16-Bit-Version ein FPGA, der das ganze Number Crunching macht, also letztendlich die Signalverarbeitung, von der Erwin eben schon gesprochen hat. Das ist der Teil von Software, den der Pavel da entwickelt hat. Wir haben ausreichend RAM drauf und einen Netzwerkanschluss, so dass auf dem ganzen System ein komplettes Linux-Betriebssystem läuft. Ich weiß nicht, Markus, vielleicht sagst du noch was dazu. Die einzelnen Rechner kommunizieren miteinander, so dass auf dem Red Pitaya ein Linux läuft und auf dem Rechner, der angeschlossen ist für das User-Frontend, dann ein Windows. Wir haben USB-Anschlüsse dran. Wir haben einen Micro-USB-Anschluss, mit dem man auf den Red Pitaya drauf zugreifen kann. Und natürlich haben wir einen Power-Anschluss. Und was wichtig ist zu wissen, der Red Pitaya braucht relativ viel Strom. Deswegen haben wir so eine leistungsfähige 5 Ampere, 5 Volt Versorgung auf unser großes Board gebaut. Okay, jetzt kommen wir zum Thema Applikationen. Und dann über... Ist noch ein Slide für mich? Okay. Ah, noch ein Slide für mich? Okay. Also, was braucht man, um letztendlich dieses Radiolab zu bauen? Die Idee, die wir haben, ist letztendlich, dass jeder, der sich ein Funkgerät bauen möchte, ein Funkgerät bauen kann. Deswegen haben wir im Prinzip diese drei Baugruppen zusammengetan.
den Red Pitaya, den man sich kaufen kann. Und hier kann man die Version mit 14-Bit oder 16-Bit verwenden. Das Codec-Board, was ich gerade vorgestellt habe, und das, was wir als Charlie 25 Mainboard beschreiben, wo praktisch alle Funktionalitäten drauf sind, die notwendig sind, um einen kompletten Kurzwellentransceiver zu machen. Das heißt, diese drei Baugruppen zusammengebaut ergeben praktisch ein komplettes Radio. Und wir werden auch den mechanischen, einen mechanischen Bausatz dafür entwickeln. Also sowas wie das hier, das man dann fertig kaufen kann, einfach zusammenschrauben. Wir werden auch die Kabel zur Verfügung stellen, sodass man die Kabel passend hat. Und im Endeffekt wird man in der Lage sein, das Gerät an einem Tag aufzubauen und am Ende dann zu testen. Es ist also nichts, wo irgendeiner was löten muss, groß, oder wo irgendeiner was schrauben muss, sondern wir werden das so weit wie möglich so vorfertigen, dass das jeder zusammenschrauben kann und am Ende dann ein vernünftig funktionierendes Gerät hat, was absolut auf dem Stand der Technik ist und mit jedem beliebigen gekauften Gerät dann mithalten kann. Okay, dann sind wir, glaube ich, beim Software-Teil, oder nein, wir sind immer noch nicht beim Software-Teil. Wir haben hier noch einen Überblick, wie das Ganze aussieht. Das war eine wilder Versuch von mir, mal die Verkabelung zu demonstrieren, wie die eigentlich aussehen kann. Das war noch die unordentliche Variante. Hier steht die etwas ordentlichere Variante von dem Ganzen. Aber man kann das auch so aufbauen und letztendlich hängt da ein Laptop dran, auf dem dann das Radioprogramm läuft, das der Markus dann gleich erklärt. Okay, jetzt übergebe ich an den Markus. Ja, servus auch nochmal von meiner Seite. Ich bin der Markus, wie gesagt, DG8DMG. Ich bin für den Software-Teil zuständig in unserem Projekt. Ich mache also die Anpassung unserer Hardware an die Software-Anpassung an unsere speziellen Hardware-Komponenten, die der Edwin entwickelt hat. Und ich kümmere mich auch um den Windows-Frontend-Teil. Der zweite Markus, der vorgestellt wurde, der heute nicht da ist, der kümmert sich um den Linux-Teil für die Frontend-Software. So, mal abgesehen jetzt von dem, was ich und die Kollegen jetzt da entwickelt haben, bringt das STEMLab von der Firma Red Pitaya also auch eigene Applikationen von sich aus schon mit. Die ganzen Applikationen von Red Pitaya, mit einer Ausnahme würde ich jetzt da sagen, sind also browserbasierend. Das Ganze bekommt man also kostenlos dazu, wenn man sich den Red Pitaya STEMLab kauft. Das sind jetzt Applikationen, die jetzt, Beispiel Oszilloskop, natürlich nicht mit einem Hammock, Rode und Schwarz, Keysight oder sonst was Oszilloskop zu vergleichen sind, von den Bandbreiten her, die sie messen können, von der Messempfindlichkeit etc. Aber gerade für die Maker-Umgebung, für Hobby-Anwender reicht das Ganze durchaus mal aus, um da im Kurzwellenbereich und hoch bis zu ca. 60 MHz also zu messen und die einfacheren Schaltungen, die man da im Maker-Umfeld baut, zu analysieren. Ähnliche weitere Applikationen, seht ihr, da gibt es dann, es gibt einen Signalgenerator, um eigene Signale dann zu erzeugen. Es gibt einen Logik-Analyzer-Anschaltung, da gibt es ein Erweiterungsmodul für den Red Pitaya, der das Ganze dann, einen 8-Bit-Logik-Analyzer zur Verfügung stellt für eigene Basteleien. Aus dem Funkumfeld dann nochmal und Antennenumfeld den Vector-Network-Analyzer, der zur Verfügung steht, sodass man so ein quasi Universal-Messgerät hat, wofür der Red Pitaya ursprünglich mal entwickelt wurde. So, dann sieht man hier mal als Beispiel einfach mal ein paar Screenshots von den jeweiligen Anwendungen. Links mal die Ansicht von einem Spektrum-Analyzer-Applikation. Das Ganze dann rechts auch nochmal und unten sieht man jetzt die Anwendung der Vector Network Analyzer Applikation, wobei da sieht man jetzt, das ist eine externe Applikation, die unter Windows läuft hier. Das ist die Variante, die der Pavel Demin, der auch den FPGA-SDR-Kern geschrieben hat, gemacht hat, sodass man damit also auch in der Lage wäre, Antennen zu messen, Bauteile zu messen, Spulen, Kondensatoren, also auch komplexe Messungen zu machen von komplexen Größen in der Elektrotechnik. So, dann gehen wir eins weiter, kommen wir mal wieder zurück zu Thema SDR-Anwendung. Wir haben nicht nur die Grundsoftware von uns, die Power-SDR in der Anwendung, die also das Funkgerät und den SDR selbst steuert, sondern wir haben auch die Möglichkeit, für
digitale Betriebsarten im Amateurfunkbereich, externe Applikationen anzuschalten an PowerSDA, an unseren Transceiver. Dazu nötig ist es dann, sogenannte Virtual Audio Cable einzusetzen, sodass also auf dem Rechner intern kommuniziert werden kann über emulierte Soundkarten. Und das Gleiche braucht man nochmal dann bei der sogenannten virtuellen COM-Schnittstelle oder virtuelle serielle Schnittstellen, um Einstellungen wie Filter, wie Frequenzen zwischen den Applikationen dann auszutauschen, also zwischen der externen Applikation, die entsprechende Dekodierungen dann macht aus den digitalen Betriebsarten, um das Ganze mit, in unserem Fall PowerSDA, also der Software, die das Funkgerät selbst steuert, dann abzugleichen. So, hier mal ein paar Beispiele, wie das Ganze aussehen kann. Also einmal für das virtuelle Audio Cable verwenden wir das VB Audio Virtual Cable. Die Applikation gibt es frei im Internet, gibt eine freie Version davon, die für unsere Zwecke auch ausreichend ist. Man braucht also keine Kosten da auszugeben, man muss keine Lizenz kaufen. Man sieht dann da, das Ganze wird im Windows-Betriebssystem entsprechend im Soundkartenumfeld eingebunden und entsprechend konfiguriert. Hier sieht man jetzt mal einen Ausschnitt aus der PowerSDA-Software mit den nötigen Anpassungen von mir und ihr seht jetzt da auf der linken Seite, da habe ich dann als Eingang und Ausgang entsprechend das Virtual Audio Cable eingestellt, sodass dann die Kommunikation mit der externen Applikation auf der Audioschiene passieren kann. So, dann brauchen wir zum Zweiten noch was, um die Frequenzeinstellungen und alles abzugleichen zwischen den Applikationen. Dazu verwenden wir hier jetzt als Beispiel mal die Free Virtual Serial Port Applikation, auch wieder frei im Internet downloadbar, oder alternativ die COM2COM, ein Open Source Projekt. Je nachdem, welche Betriebssystemversion man verwendet, welche Version einem lieber ist, welche besser einfach funktioniert im eigenen Umfeld, die nimmt man sich, installiert die unter Windows, konfiguriert entsprechend die Schnittstellen und dann funktioniert das Ganze. So, dazu jetzt nochmal die Ansicht, wie das Ganze unter PowerSDA im Setup wieder aussieht. Ihr seht, da sind entsprechend, wie man es kennt, die COM-Schnittstellen zu benennen, die man also vorher eingerichtet hat bei dem Virtual Serial COM mit den entsprechenden Parametern für die Übertragungsraten etc. Und dann läuft das Ganze. So, hier als Beispiel nochmal zwei Screenshots jetzt von externen Applikationen. Einmal links, das ist das sogenannte FL-Digi, ein sehr bekanntes, sehr verbreitetes Programm von amerikanischen Funkamateuren entwickelt. Dort werden sehr viele digitale Betriebsarten unterstützt zur Dekodierung, also zum Empfang und auch zum Senden. Und rechts sieht man dann die entsprechende Konfiguration, auch wieder bezogen jetzt auf die Schnittstelle unter FL-Digi, wie das Ganze einzustellen ist, um die Kommunikation zu ermöglichen. Noch ein zweites Beispiel von den Applikationen, WSJT als Applikation. Hier in der Anwendung Betriebsart FT8, also digitaler Mode, Schmalband-Mode. Ich glaube, der Severin, der vor uns gesprochen hat, hat das Ganze, die Applikation FT8 auch schon mal erwähnt und als Beispiel angeführt. Hier sieht man jetzt einmal links dann die PowerSDA-Version von mir, wie sie auf der entsprechenden FT8-Frequenz hier jetzt im 80-Meter-Band dann gerade empfängt und rechts dann die entsprechenden Dekodierungen der Gegenstationen. Und auch darüber ist Sendebetrieb dann möglich, nicht nur Empfang. So, da haben wir noch ein Beispiel, das der Severin, glaube ich, vorher noch auch von seiner Seite erwähnt hat, und zwar die Whisper-Anwendung. Also zur Erkennung der Ausbreitungsbedingungen rund um die Welt und da die entsprechende Ansicht, wie das in WSJTX aussieht. So, hier nochmal ein Beispiel aus einer anderen bekannten Anwendung. Da geht es um die Dekodierung hier von der Betriebsart PSK31. Das Prinzip ist ähnlich, man hat die jeweilige Applikation parallel zur PowerSDA auf dem Rechner, macht die entsprechenden Schnittstellenkonfigurationen und kann dann senden und empfangen, im Beispiel hier jetzt in PSK31.
Jo, das soll es mal gewesen sein von meiner Seite zur Software. Gibt es denn Fragen? Ja. Bitte? Habt ihr ein Mikrofon für den Kollegen? Du hast das jetzt als Windows, sind die unter Linux die gleichen Anwendungen verfügbar, wenn ich auf dem PC vom Frontend, ist dann nur statt PowerSDR was anderes oder wie läuft das? Ja, es gibt unter Linux eigentlich zwei Hauptapplikationen, um den Transceiver zu steuern, der auf demselben Protokoll, auf OpenHPSDR-Protokoll basiert. Das ist einmal PyHPSDR, das direkt, wie der Name schon sagt, einmal für den Pi ursprünglich entwickelt wurde. Unser vierter Kollege, der zweite Markus, hat das Ganze aber auch schon unter normalen Linux-Systemen laufen lassen. Es gibt mittlerweile noch einen Fork, würde ich mal sagen, einen Split von PyHPSDR, das nennt sich dann LinHPSDR für LinuxHPSDR. Und die Kollegen haben also als Basis das PyHPSDR genommen und versuchen das nochmal jetzt ein bisschen allgemeiner für Linux-Anwendungen dann anzugleichen. Und auch diese zwei Applikationen haben die Möglichkeit, auch dann wieder die externen Applikationen, sofern die halt unter Linux dann entsprechend verfügbar sind, auch wieder laufen zu lassen. Also FLDigi zum Beispiel gibt es für Windows, gibt es für Linux, gibt es für Mac etc. Ja. Bloß die Konfigurationen im Detail, was die Schnittstellen betrifft, sind natürlich betriebssystemabhängig, was Sound und serielle Schnittstellen betrifft. Und das muss halt entsprechend dann auf Betriebssystemebene, also auf Linux-Ebene in dem Fall dann konfiguriert werden und auch dann läuft das. Eine ganz einfache Frage, stellt ihr das dann als Bausatz zur Verfügung? Mhm. Ja, wir haben das vor, so wie es der Edwin vorher gesagt hat. Also wir wollen eigentlich den anderen Funkamateuren oder auch Bastlern ermöglichen, dass das Ganze aus einer Hand dann erworben werden kann. Wir haben mittlerweile uns entschlossen, da jetzt einen Webshop auch aufzumachen, das Ganze offiziell dann natürlich zu machen. Und alles, was wir jetzt so gezeigt haben, kommt die nächsten ein, zwei Monate, würde ich jetzt sagen, dann auch schon auf den Markt. Das kleine Board, der Codec, der RapidTire natürlich sowieso, das Stemlab ist verfügbar, ist auch bei uns einkaufbar, zum selben Preis, wie es RapidTire natürlich auch verkauft. Wir kennen die Kollegen von RapidTire persönlich seit mehreren Jahren. Also wir haben auch Entwicklungsarbeit für die mitgemacht und Tests. Und die Komponenten, die wir also jetzt speziell entwickelt haben, wie das große Transceiver-Board und das Codec und die Filterboards, das kommt aus einer Hand im Endeffekt, dann bis einschließlich mechanischen Bausatz, wenn man es mag. Kann natürlich jeder sein eigenes Gehäuse nehmen, seinen eigenen Löcher bohren, was auch immer. Ja. Noch eine Frage? Da vorne ist noch jemand. Mit welchen Kosten muss man da circa rechnen? Sind die Platinen schon bestückt oder muss man die selber bestücken? Ja, naja, also die Platinen sind bestückt, sind getestet, wenn sie ausgeliefert werden von uns. Das fängt bei der ganz kleinen Codec-Platine an, die man jetzt schon kaufen kann, die wir schon fertig haben in Serie. Die kostet 89 Euro im Verkauf. Es gibt dann noch einen Kabelsatz dazu, der empfehlenswert ist mitzubestellen, der die entsprechenden Verbindungen dann zum RapidTire macht und zur Außenwelt, sage ich jetzt mal. Edwin Uhr liegt ja, ich glaube, bei 15 Euro irgendwo rum, oder? 12,60 Euro, sagt er, genau. Und das ist also mal das Einfachste, um einzusteigen, auch kostengünstig einzusteigen. Man kauft sich einen RapidTire. Der liegt jetzt aktuell, der 14-Bitter, ich glaube, irgendwo zwischen 250 und 300 Euro von RapidTire aus. Und der neuere RapidTire, den der Edwin erwähnt hat, das neuere Stemlab mit 16-Bit und mit dem größeren FPGA-Chip drauf, ist teurer. Einfach wegen der erweiterten Komponenten jetzt da drauf, das liegt bei knapp 500 Euro. So, also, aber mit diesen zwei Baugruppen, sage ich mal, um die 600 Euro, das zusammen kann man auf alle Fälle mal vernünftig Amateurfunk und auch sämtliche anderen Bänder von 0 bis 60 MHz rauf dann empfangen und auch theoretisch eben mit 10 Milliwatt dann senden. Wie viel Watt Output macht das dann? Das, also der RapidTire selbst macht in der 14-Bit-Version um die 10 Milliwatt. Der neuere ein bisschen weniger, wie der Edwin gesagt hat. Was macht der ungefähr, Edwin? 3 dBm. Ungefähr 2 Milliwatt. Also da braucht man dahinter sicherlich dann nochmal eben als Option unser großes Board. Da habt ihr gesehen, das sind also 20x20 mit jeder Menge Bestückung dann drauf, Filter etc. Alles, was der Edwin vorher erzählt hat. Und da sind wir aber schon im Verkaufspreis bei 879 Euro haben wir uns jetzt hingelegt. Also
ich sage mal, um so eine Grundversion zu bauen, einen vollwertigen Transceiver, mal von den optionalen Bandpassfiltern jetzt nochmal abgesehen, die man nicht zwingend braucht, wird man irgendwo so um die 1500 Euro dann rauskommen. Noch jemand eine Frage? Ne? Ich glaube, dann sind wir durch. Dann bedanken wir uns und wünschen viel Spaß weiterhin auf der Messe und viel Spaß beim Basteln.